the common Mein Name ist Giulio Lambing. Ich bin der Managing Director vom European Business Council for Sustainable Energy. Das ist eine Wirtschaftsgruppe, die die klimafreundliche Industrie und Wirtschaft auf den internationalen Klimaverhandlungen in der europäischen Energiepolitik vertritt, um Klimaschutz voranzubringen und zugleich sich für den Umbau der Industriegesellschaft einzusetzen und dafür, dass eine gemeingütersensitive Wirtschaft und Industriegesellschaft entsteht. Am überraschendsten war die Tatsache, wie stark der Blick der Teilnehmer auseinandergeht, ob die Commons-Bewegung marktfeindlich ist oder marktkritisch ist oder auf der anderen Seite zu korrumpiert bei dem Markt. Das ist das, was mich am meisten überrascht hat, aus dem Grund, dass die Perspektiven waren sehr unterschiedlich. Einige kritisierten im Nachhinein, dass wir neoliberalen Akteuren das Wort gegeben hatten. Und andere kritisierten, dass wir zu stark nur den Linksgerichteten, den marktkritischen oder denjenigen Kräften, die sich gegen Privatisierung und so weiter wenden, das Wort gegeben haben. Was mir wiederum den Eindruck gibt, wir haben an der Stelle nicht so viel falsch gemacht. Es zeigt die Schwierigkeit, dass hier eine Bewegung in zwei Richtungen zugleich kritisch ist. Der kritischste Punkt in dieser Diskussion, den ich empfand hier, ist die Tatsache, dass ein in der Commons-Bewegung oder in diesen unterschiedlichen Milieus, die hier mit Commons zu tun haben und die sich für Commons einsetzen, dass in vielen Teilen dieses Milieus ein Bild, eine Metapher von Karl Polanyi sehr einflussreich ist, nämlich die Metapher, dass Wirtschaft und Unternehmen entbettet sind von der normalen Ökonomie und damit auch, oder besser noch, sie sind entbettet von der Gesellschaft, die sie umgibt. Sie sind entbettet von der sozialen Umgebung, in die sie eingelassen sind, auch die Wirtschaft, in die sie eingelassen ist. Und deshalb zerstört sie die soziale Umgebung. Deshalb zerstört sie, so ist die These, Menschen und deswegen sorgt sie für ungerechte Verhältnisse und verhält sich gleichsam parasitär. Viele Menschen benutzen diese These oder dieses Bild, diese Metapher. Die Metapher, die Wirtschaft ist entbettet, ohne Bett. Und ich glaube nicht an sie. Ich persönlich denke, das ist ein falscher Weg, Wirtschaft zu beschreiben. Ich bin jemand ja von der Wirtschaft. Und kein wirtschaftliches Handeln, kein Handeln als Kaufmann ist möglich ohne Bezug zu der sozialen Umgebung. Man ist geprägt von der sozialen Umgebung, was beeinflusst, jeder kleine Schritt ist sozial gefärbt. Und es gibt in diesem Sinne keine entbettete Wirtschaft. Im Gegenteil, wenn Wirtschaft und Unternehmen sich asozial verhalten, antisozial verhalten, dann deswegen, weil es auch in unserer normalen Umgebung diese Art von Verhalten eingelassen ist, weil in unserer normalen sozialen Umwelt diese Verhaltensweisen Standard geworden sind. Und wir haben das genauso zu reflektieren, sodass die Wirtschaft dann nicht unser Feind ist, gegen den wir die Gemeingüter beschützen müssen, sondern die Wirtschaft ist der Spiegel, wie wir in vielfältigen Verhältnissen mit Gemeingütern umgehen, dass wir die Fähigkeiten, die Strukturen, die Institutionen verloren haben, mit Gemeingütern sinnvoll umzugehen, sie sinnvoll zu pflegen. Es ist schwierig, eine Entwicklung vorauszusagen, überhaupt vorauszusagen, ob aus dem Versuch, dass wir hier versucht haben, Menschen zusammenzubringen aus ganz unterschiedlichen Feldern, den Digital Commons,
den Wissenscommons auf der einen Seite und den ökologischen Commons und den sozialen Commons auf der anderen Seite, ob da wirklich etwas Zusätzliches entsteht. Ich erwarte etwas, weil die Bereitschaft bei vielen Menschen da ist, zu sagen, wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen voneinander lernen und das kann sich verstärken. Es gibt eine interessante Spur, die aufgezeigt worden ist, wo zum Beispiel im internationalen Rahmenwerk der UN von einer Gruppe von Politikern, die schon vor 20, 30 Jahren über diese Phänomene nachgedacht haben, Strukturen eingelassen wurden, die nun die heutige Commons-Bewegung nutzen kann. Vor allem auch in der UNESCO, aber nicht nur dort. Sodass da eine interessante politische Tür sich öffnet, weil man schon jetzt auf ein internationales Regelwerk zurückgreifen kann. Ich denke, die Zukunft wird sein, zum einen etwas, was diese Konferenz geleistet hat, beizubehalten, nämlich ein Diskussionsmilieu zu schaffen, ein Diskussionsfeld zu schaffen, das zwischen der konkreten Politik auf der einen Seite und der theoretischen Forschung und der neutralen, tiefen Ergründung von Commons stattfindet. Dieses mittlere Milieu ist die Verbindung von beiden. Einerseits zu reflektieren, was ist an theoretischer Forschung geleistet und andererseits zu reflektieren, was bedeutet das für die Politik und was berichten auch die politischen Bewegungen, die sich auf Commons beziehen. Das zu halten war nicht leicht auf dieser Konferenz, es funktionierte. Das fortzusetzen wird die Aufgabe sein für die nächsten Konferenzen. Ich persönlich wehre mich dagegen, Commons definieren zu wollen. Ich glaube, Commons sind wie viele empirische Phänomene nicht definierbar. Wir können nur eine Methode anwenden, die Ludwig Wittgenstein uns nahelegte, indem er zeigte, dass es zwischen verschiedenen Phänomenen Familienähnlichkeiten gibt. Und es gibt zwischen unterschiedlichen Gemeingütern Familienähnlichkeiten, weshalb man sagt, sie gehören zusammen. Familienähnlichkeiten bestehen zum Beispiel darin, dass es bei Gemeingütern tatsächlich um etwas Gemeinsames geht. Um ein Gut, das gemeinsam gepflegt wird und das für eine Gemeinschaft weitere Güter produziert, die sie dann nutzen können für sich selber. Und diese Gemeingüter gibt es dann eben in Form von Wikipedia, es gibt sie in Form von Weiden, die man gemeinsam nutzt, es gibt sie in Form von Fischgründen, die von Fischern genutzt werden. Es kann sie geben in der Form von einem lokalen Spielplatz, in dem Kinder spielen und wo die Eltern diesen Spielplatz pflegen und dafür sorgen, dass er in Stand gehalten wird und auch geschützt wird. Das sind aber nur Familienähnlichkeiten. Man stellt eine ähnliche Art des sozialen Verhaltens fest. Man stellt fest, dass eben hier nicht Privatbesitz, auch kein staatlicher Besitz stattfindet, sondern ein gemeinschaftlich gepflegter Raum. Aber eine durchgängige Definition ist meines Erachtens nicht leistbar. Man kann das nur empirisch beschreiben, wie das dann Eleanor Ostrom, die Nobelpreisträgerin, getan hat.